Podcast. Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu diesem klitzekleinen Roblox-Livestream heute. Ich sehe es doch. Woran sieht man denn... Wenn du jetzt eine höhere Difficulty machst... Na, woran sieht man denn die Difficulty? Ich sehe die gar nicht. Ja, die steht hier unter der Map None. Ich muss jetzt mal eine Map reinmachen. Okay, ich will das hier nehmen, gerne. Worum geht's hier? Hier, die nehme ich jetzt. Tschüss. Benton, lass Difficulty 1. Ist doch langweilig, oder? Komm. Ey, Papi. Lass das. Bei das Difficulty 3 greift er schon instant an. Ach so. Ich muss das also so machen. Wir machen das mal richtig hier. Und dann gehen wir aber, wir gehen mal in die Ranch, oder Single Story? Single Story oder Ranch. Also dann machen wir mal Single Story auf Schwierigkeit 2. Ich bin gespannt, Leute, ich bin gespannt. Ey, Walter. Aber wehe, Papa, ich warne dich. Das ist unmöglich. Ach, hier hinten kann man spenden. Na, soll ich mal einfach 1000 Robux spenden? Hast du überhaupt so viel? Du, ich hab ein Girokonto. Alles klar. Was kriegt man denn da? Gar nichts, du kannst ja einfach nur donaten. Okay. Na, vielleicht hau ich wirklich mal. Ich habe ja noch 50 Robux, kann ich mal reinhauen, oder? Ja, wie viel hast du denn noch? Na, 100 habe ich noch. Naja, also ich würde sagen, das könntest du dir auch für was Besseres aufsparen. Okay, ich habe mal 20 Robux gespendet. So, 20. Okay. Das war's mir wert jetzt. Bin Papa? Nett. Genau, Luca, dich hält die Begrenzung nicht, aber die hält die, die keine Moderatoren sind. Jetzt geht's los, okay. Start. Hast du das gesehen, Papa? Ich hab einen Backflip gemacht. Ja, hier sind ein paar Level 1 dabei. Ich habe das Gefühl, Freunde, dass das noch nicht alle können. Wir sind drinne. Ich mach mal Donate Merch. Kannst ja kaufen. Wer ist jetzt drin? Habe ich gerade Stimme gehört? Achso. Once everybody's done and made their guesses, everybody should head into the van and you'll be out. Okay. Erstmal eine Taschenlampe. Gib mir die Taschenlampe! Ey, aber ich habe doch ein paar Taschenlampen mitgenommen. Müssten doch genug Taschenlampen da sein, oder? Wo ist mein EMF-Gerät? So. Also wir haben es zu tun mit einem Geist, der da heißt Olivia Garcia. Ja? Man sollte die... Ist alles gut. Wir müssen... Wir müssen den Namen in den Chat schreiben, wir müssen die also ärgern mit ihrem Namen, das müssen wir machen. Wir müssen gejagt werden und... Nochmal, wir müssen sie nochmal mit dem Namen ärgern, also das müssen wir zweimal machen. Okay, warte, hat jemand ein EMF-Gerät? Also ich habe eins hier liegen. Hier, EMF. Ich hab ein EMF und eine Taschenlampe jetzt. Gib mir NF, danke. Hast du auch eins? Ich habe eine NF. Was haben wir hier noch? Ich sehe noch das Geistesbuch mit. Diese Licht- und Schattengeschichte hier nervt mich natürlich hart. Oh, hier ist das Geistbuch ist alle. Gut, okay, dann gehe ich mal mit dem EMF wieder rein. Dann werden wir mal ganz schnell checken, wo der Geist sich aufhält. Warte mal, wo ist mein Thermometer? Du kannst hier vor dem Fernseher. Okay, okay, also sag mal, wo ist denn mein Thermometer? Ich habe doch ein Thermometer. Ach, hier. Hier sind wohl nirgendwo gerade Geister. Nee, das ist die NV-Kamera. Na okay, hier ist noch ein Buch. Ich habe jetzt die NV-Kamera dabei. Und, Also ich glaube, bei Luca wird der erste sein, der stirbt, weil der tanzt vom Fernseher. Warte, im Warteraum ist der Paul TT, okay? Guck mal, der tanzt einfach vom Fernseher. Yeah, 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 yeah. Nett. Dann machen wir noch mal ganz kurz. Papa, der hat das Ding, gedroppt. Ach, das, okay, warte. Aber ich hab jetzt was anderes. Kannst du das mitnehmen? Nee, ich hab schon voll. Ich hab EMF und NF-Kamera. Okay. Das sind keine Geister-Orbs. Ich kann es nicht mitnehmen. Okay. Dann gehe ich einfach mal. Dann gehe ich erstmal mit dem EMF. Ja, lol. Wir haben EMF 5. EMF 5? Ja, hier. An der Mikrowelle. Oh.
Der Geist hat gerade eine Tür geschlossen da hinten. Okay, heißt, wir haben schon mal einen Hinweis. Ja, wir haben EMF auf 5. Wo ist der Fernseher nochmal? Hier? Oder? Wo ist das Thermometer? Er hat es wieder mitgenommen, ne? Ja. Okay. Ich mach mal kurz ein EMF 5. Jetzt brauchen wir den kalten Raum. Ja, vielleicht ist das da ja in der Küche. Oder daneben irgendwo. Aber Gefriertemperaturen sind da jedenfalls nicht. EMF Level 5. Paul hat wieder in den Warteraum. Genau, der Paul hat aber, glaube ich, noch, hat er schon die richtige Rolle, um reden zu können? Hat er schon, sich schon die Roblox-Rolle gegeben? Geh mal aus dem Talk raus. Weiß warum. Bei Luca war da kalt okay. An der Mikrowellenecke, guck mal. Plexalu? Also, der hat gerade irgendwas umgeworfen, Buch oder so hat er umgeworfen. Ah, das Wasser hat er aufgedreht! Geil, der gefällt mir, der Geist. Jetzt Difficulty 2, das rockt, das gefällt mir. Und Leute, ich brauch... Und auch ein Buch umgeworfen, ne? Ja, geil. Das fetzt. Das ist fest. Okay, ich hab keine Orbs. Okay, heißt, diese Zimmer hier vorne können es nicht sein, wenn, es hier... Geh wie nach Aue. Keine Ahnung, was das da oben heißen soll. Ich hab keinerlei Orbs. Keine Orbs, nichts zu sehen. Ich habe auch gerade nach Obst geguckt, da war nichts hier vorne in den Räumen. Also das Wasser ist ja cool, dass das Wasser angegangen ist. Ah, das fetzt mir. Das scheint mir jetzt schon verdächtig nach einem Poltergeist. Hat noch nicht gejagt. Warte, pass auf, ich nehme mal ganz kurz noch ein Buch mit. Ein Geisterbuch. Ich lege ihm das mal dahin. Ich kann die Tränen erst trotzdem gelesen. Spirit Poltergeist. Nee. So, ich leg das hier, der war ja vorhin hier. Hier hat er Wasser aufgedreht. Ich leg mal das Spirit Book hier hin. Was kann es denn jetzt noch sein? So, dann schreibe ich mal in den Chat. Wie schreibt man denn in den Chat eigentlich? Mit Slash. Okay. Right in to the book. Leute, hört man mich? Hallo, hallo? Ja, ich höre dich. Jetzt. Also das könnte für mich gerade sehr verdächtig ein Shade sein, weil der halt noch nicht angegriffen hat. Ah, wir haben kein Radio dabei, Hat jemand ein Radio, hat jemand eine Spirit Box? Ja, warte, ich glaube, wir haben eine. Ja, da ist eine. Warte, ich nehme mir die. Ja, warte, nehme ich mir. Zack, sehr gut, danke. Im anderen Raum ist kalt. Wo? Ich kann mich noch das letzte Mal dran erinnern. Ja, kann ich mich. Da, wo ich auch dabei war, das war voll. Okay, warte mal, er hat den Gefrierraum gefunden. Ja. Ey, wartet, lasst mich nicht allein. Sieht man hier Atemspuren? 9 Grad hat er gerade. Na, jetzt ist es 17. 8. 9,3, hier ist kalt, ja, 8 Grad. Da ist kalt, okay, dann haben wir noch eine Gefriertemperatur. Hat der gerade gejagt? Nö, meine Taschenmaske war einfach. Wie heißt die nochmal? Sophia, wie hieß sie nochmal? Warte, ich guck kurz. Sophia. Oliver Garcia. Olivia Garcia, ne? Olivia Garcia, ja. Es kann nur noch ein Banshee sein, wir haben es jetzt schon. Ich meine, wenn es da kalt war und wir EMF 5 haben, kann es nur noch ein Banshee sein bei mir. Na, aber wie kalt ist es denn? Ich sehe nicht wirklich. Hast du ja mal Also, ich sehe keine Atemspuren. Also, ja, kann's. Ja, aber. Er hatte geschrieben, dass es kalt ist, ja. Aber 9 Grad ist ja nicht 0 Grad. Ja, aber kalt genug. Was hast du gerade gesagt? Was haben wir? Freezing und eben 5. Freezing? Und was bräuchte man noch für einen Benji? Ich guck mal. Der haut ganz mit seinem Kopf um. Versuchst du irgendwas zu sagen? Nee, der tanzte nur. Also für einen Benji bräuchten wir noch Ghost Orbs. Okay, Orbs brauchen wir noch. Da die Kamera habe ich ja einstecken. Ich habe auch eine NF. Oder NV. Das ist kein Orb. Doch!
Ist das hier die Lampe oder ist das der Orb? Die Lampe. Warte, machen wir mir hier mal Licht an, dann können wir besser gucken. Wo ist der Lichtschalter? Ich hab einen Orb! Hier, das ist ein Orb! Wo ist ein Lichtschalter? Warte. Doch, hier! Das ist ein geil. Hallo, glaubt mir das. Achtung! Action! Hilfe! Schnell weg! Hilfe! Ich hab einen Orb gesehen! Okay, ich hab einen Orb gesehen. Also los, rein ins Haus. Rein ins Auto. Ja, das war von irgendjemandem, der das Mikrofon nicht richtig auf die Reihe kriegt. So. Ja, dann kann es nur noch ein Banshee sein, dann haben die. Okay. So oder so erkannt, weil das ein Zombie war und so sieht ein Banshee aus. So, warte, pass auf. Also warte. Na, halt! Fahrt ihr schon los oder was? Was soll das denn? Was soll das denn? Ich weiß nicht. Oh, Mann, ey. Ein Shade war das, ne? Nein, Banshee. Oh, Mann. Was soll das denn? Wer ist jetzt losgefahren? Keine Ahnung. Haben die einen Escape-Plan, ey, Mann? Jetzt habe ich Shade eingewählt. Es war ein Shade. Ja, ich habe Shade, aber ich habe keine Beweise reingeschrieben. Mann, ey. Oh. Digga. Das ist unmöglich. Wer hat denn jetzt aufs Auto gedrückt? Welcher Heini? Keine Ahnung. Der wird ja gleich weggebannt. Luca, bann den weg!